Am Wort ist nun Parteikollege Gabriel Obernostra. Zu Hause vor den Fernsehschirmen. Viele werden sich jetzt fragen, warum geht der Obernostra zum Rednerpult? Zum Thema Tierwohl als Touristiker und Unternehmer. Ich sage euch, warum ich heraus bin. Dieses Gesetz, Herr Bundesminister, es ist richtig und es ist wichtig. Ich bin aufgewachsen bei einem kleinen Bauer. 6, 7 Kühe, 10 Schaf, ein paar Schweine und dann haben meine Eltern mit dem Tourismus angefangen. Und das war damals diese regionale Wertschöpfung, wo wir heute wieder hin wollen kommen. Die Produkte, die hier erzeugt werden, dass sie hier auch auf den Tisch kommen. Aber etwas ist ja von meinen Vorrednern auch alles schon angesprochen worden. Es hat aber natürlich auch seinen Preis. Und wenn wir wissen, was im Jahr 1954 für Lebensmittel in einem Haushalt ausgegeben ist worden, pro Kopf, dann waren es 45%. Im Jahr 1974 waren es nur mehr 27%. Und im Jahr 21, Ende 21, waren es nur mehr 11%. Wenn heute in einem Geschäft der Mineralwasser billiger ist als wie ein Liter Milch, dann passt das einfach nie mehr zusammen. Und warum braucht es dieses Gesetz? Nicht für die vielen kleinen Bauern, die die Landschaft erhalten, die den Tourismus raus in die Landregionen aufrechterhalten. Dort funktioniert die Welt noch. Aber mit der Industrialisierung und mit der Massenproduktion ist das daherkommen und das müssen wir eben in den Griff kriegen. Und ich gratuliere den beiden Verantwortlichen und Ihnen, Herr, unseren beiden Ministern, die dazu zuständig sind, dass das heute auf Schiene gebracht wird. Und wenn ihr doch erinnern, heute her, die Oppositionsparteien, ich meine, wir wissen inzwischen, wie die Oppositionsparteien stimmen. Euer größtes Nachdenken in letzter Zeit ist das, wie kann ich ein gutes Gesetz noch zerpflücken, dass es schlecht ist und nicht, was ich besser machen kann. Das ist eure Aufgabe. Und wenn heute die Sozialisten noch erinnern, wollen erklären der Bevölkerung, dass sie die besseren Umweltschützer und die besseren Naturschützer und Tierschützer als wir die Grünen seid, dann seid ihr aber sowas von falsch gestickt. Das funktioniert einfach nicht. Lebensmittel muss uns was wert sein, der Bauer muss uns was wert sein. Der Tourismus in Österreich findet hauptsächlich in den Landregionen statt. Die Bauern erhalten dort die Naturlandschaft. Der Tourismus ist dort derjenige, der zusätzliches Geld einergibt. Gewisse Betriebe gehen schon voraus, Herr Obmann, wie das funktioniert. Slow Food ist momentan in allen Munden. Was ist Slow Food? Beim Bauer erzeugen und beim Wirt und die Gasthaus auf den Tisch zu bringen. Dieser Weg ist fortzufahren und wir werden diesen Weg auch fortfahren und wir werden diesen Weg auch zu Erfolg bringen. Und etwas muss man dazu sagen, von heute auf morgen geht gar nichts. 30 Jahre hat man in die andere Richtung gearbeitet und jetzt müssen wir es wieder schauen, dass wir dorthin kriegen, verstehst du mir, wo wir eigentlich aufgewachsen sind, in unserer Natur- und Kulturlandschaft, mit unseren Bauern und mit unserem Tourismus. Dankeschön. Gabriel Obernostra von der ÖVP war das. Er ist Hotelier in Kärnten. Er sagt, wenn ein Liter Mineralwasser billiger ist als ein Liter Milch im Supermarkt, dann stimme etwas nicht. Und in Richtung SPÖ wünscht er sich mehr konstruktive Kritik.